Liebe Zeitzer, wir sind heute bei dem ersten Stadtmarketing-Forum in Halle. War eine tolle Sache. Neben mir steht, stell dich mal vor. Also ich bin Wolfgang Fleischer, ich bin der City Manager hier in Halle und auch heute beim ersten Stadtmarketing-Forum dabei, um Erfahrungen zu hören, was machen andere Städte und auch einzubringen, was haben wir an Erfahrungen oder was leisten wir, damit die Städte attraktiver und schöner werden. Und neben mir steht die Stadträtin. Ich wollte da nichts sagen, reinreden, du bist gemein. Es war eine tolle Veranstaltung, die war kurzweilig. Wir sitzen seit heute früh um 10 bis jetzt zu 18 Uhr. Und wir haben ganz tolle Ideen mitnehmen können auf unsere zukünftigen Wege zu dem großen Thema Tourismus, Stadtmarketing, Citymanagement in Zeitz und hoffen, dass wir auch dort ein Stück vorwärts kommen. Kannst du was für dich mitnehmen von heute? Selbstverständlich. Ich habe gehört, wie es in Eisleben geht, Lutherstadt Eisleben. Ich habe gehört, wie es in Wittenberg geht. Ich kenne eure Probleme in Zeitz. Der Oberbürgermeister hat sehr ausführlich gesprochen. Wir kennen auch kleinere Städte wie Köthen, die ihr dargebracht haben. Ich glaube, es geht nur, wenn wir alle gemeinsam an einen Faden ziehen, unsere Erfahrungen austauschen und Erkenntnisse bündeln, um hier für die Innenstädte, für die Attraktivität der Innenstädte, Halle als Oberzentrum hat eine ganz große Bedeutung, was machen für unsere Bürger, für unsere Gäste, für unsere Kunden und die Besucher der einzelnen Städte. Danke, dann schaue ich noch, ob ich noch ein Opfer finde heute hier. Liebe Zeitzer, ich habe die große Gelegenheit, an der heutigen Veranstaltung noch die Hauptakteure vor die Kamera zu kriegen. Vor mir steht Frau Antje Bauer von der IHK Geschäftsführerin. Und ich bedanke mich, war eine tolle Veranstaltung. Und was hatten Sie heute für einen Eindruck von der Veranstaltung? Ja, also für mich ist wichtig, dass unsere Gäste, unsere Teilnehmer zufrieden waren. Und den Eindruck habe ich sehr wohl. Ich habe bisher noch kein kritisches Wort gehört. Wir werden schauen, was die Feedbackbögen hergeben. Aber ich bin erstmal zufrieden. Danke Ihnen. Und jetzt steht vor mir Herr Voss von welchem Verein? Geschäftsführer der Stadtmarketing Halle Saale GmbH und Bundesvorstand der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland und dort verantwortlich für die 5 neuen Bundesländer. Ihr habt Verständnis, dass ich das mir nicht merken konnte, okay. Und wie fanden Sie es heute? Ja, Marketer neigen ja immer zu einer gewissen blumigen Übertreibung, großartig. Ich fand schon den Mix der insgesamt über 140 Meldungen, es waren dann ja 126 Teilnehmer, großartig. Also wir hatten Wartelisten, mussten zum Teil absagen, 4 Oberbürgermeister, 8 Bürgermeister, ich glaube 19 Wirtschaftsförderungschefs, Baudezernenten, aber auch aus dem Handel Vorsitzende von City- und Händlergemeinschaften. Also diese Mischung war toll und die hat sich gedeckt mit der Mischung der Referenten. Das waren sowohl Touristiker, Markenbauer, Eventisierer, aber es waren auch City-Marketer und Manager dabei. Und diese Mischung hat jedem so etwas gegeben von Best Practice, was so ein wenig von einer Matrix sein kann für die jeweilige kleinere Stadt. Und könnten Sie unserer kleinen Stadt Zeitz, die ja bis heute kein Stadtmarketing hat, weil im Haushalt kein Geld dafür war, einen kleinen Tipp auf den Weg mitgehen in 2 Sätze? Ja, Ihren Oberbürgermeister als Referenten zu gewinnen, war ja auch schon so etwas wie Selbstverpflichtung. Und er hat sich ja tatsächlich auch schon in die Richtung geoutet, in der Sache mehr tun zu wollen. Und hat ja aus dem Auditorium heute auch viele gute Anregungen bekommen. Ich denke da jetzt gerade eben Business Improvement Districts, weiche Standortfaktoren fördern für Familien mit kleinen Kindern etc. pp. Und mal schauen, vielleicht setzt er das ein oder andere um. Dann danke ich beiden, war ein toller Tag. Ich bedanke mich bei der IHK, dass uns diese Möglichkeit gegeben hat. Sehr gern. Danke. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Okay. Ja, mein Name ist Jürgen Block. Ich bin der Geschäftsführer der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland. Wir sitzen in der Geschäftsstelle und heute waren wir auf der IHK BCSD-Veranstaltung hier in Halle beim Stadtmarketing-Forum. Ich glaube, wir haben eine Menge spannende Stadtmarketing-Vorträge gehört, was wichtig ist im Stadtmarketing, was man tun soll, um erfolgreich seine Stadt nach vorne zu bringen. Haben auch die Unterschiede gehört von sehr professionell aufgestellten Stadtmarketingorganisationen und dann vielleicht auch noch kleineren Städten, die kleinere Organisationen haben und damit auch andere Schwierigkeiten oder beziehungsweise andere Voraussetzungen haben. Denn die Schwierigkeiten im Stadtmarketing sind, glaube ich, schon relativ vergleichbar, wie gesagt, auf unterschiedlichen Levels. Ja, und ein
Unterschied oder eine Kernaufgabe ist es natürlich, die Bürger mitzunehmen, die Wirtschafts- und Sozialpartner aus der Stadt mit in das Stadtmarketing einzubinden, damit die Städte attraktiv sind für die Bürger, damit die Lebensqualität in den Städten hoch ist. Im Stadtmarketing ist es eben wichtig, viele Aktionsgruppen mitzunehmen. Und es ist natürlich auch wichtig für eine Bundesvereinigung, möglichst viele Mitglieder zu haben. Und da hilft jedes Stadtmarketing auch weiter. Wir haben zurzeit ungefähr 300 Mitglieder bei uns in der Bundesvereinigung. Aber um das Thema insgesamt weiter nach vorne zu bringen, ist es natürlich wichtig, dass diese Mitgliederzahl weiter anwächst. Und wer Interesse hat, darf gerne mit der BCSD Kontakt aufnehmen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank.